Servus, Servus und Hallo zu einem neuen Video. Mein Hund und ich, wir sind von Wien nonstop mit dem Auto über Jugoslawien hierher nach Griechenland gefahren. Hier sind wir untergebracht in einem Luxuszelt. Ein paar Freunde haben mich eingeladen in diese schöne Anlage hier und hier werde ich jetzt die nächsten Wochen herrlich verbringen. Ich zeige euch jetzt einmal das Zelt. Ja, so schaut das Zelt von innen aus. Also das ist klimatisiert. Das hat da sowas zum Waschen, also Wasser. Ein Bett, noch ein Bett. Also für meinen Hund. Ja, es ist so, dass ich in diesem Zelt 1, 2, 3 Betten habe. Also da könnten 3 Girls bei mir übernachten. Leiwand, oder? Da hat so einen TV, Fernseher. Und da ist das Klo und ja, eine Dusche. Eine Dusche. Leiwand. Da ist da auf der Toilette so ein Surfboard hier. Ich bin daher nach Griechenland gekommen, um das Surfen zu lernen, weil ich möchte in meinen Videos euch noch mehr Action bieten. Deswegen bin ich hier. Ja, meinen Fahrradwohnwagen habe ich nicht mitgenommen, dafür habe ich den Hundeanhänger mit, der ist auch recht leibernd. Ja, ich habe jetzt einfach einmal keinen Bock auf den Fahrradwohnwagen, weil ich war jetzt schon Ewigkeiten wegen Covid-19 nicht mehr auf Urlaub und wenn man schon eingeladen wird auf sowas Leibendes, dann muss man das schon nützen, also ja. Ja, ich wollte doch sagen, dass ich hier jede Art von Schweinerei machen kann, weil einmal am Tag kommt eh eine Putzfrau, weil Putzen, das ist, also Putzen, Kochen und Kinder kriegen, das ist Frauenarbeit, weil Putzen, das ist nicht so meins und deswegen ist es sehr gut, dass da eine Putzfrau einmal am Tag hierher kommt, dass ich das Zimmer so richtig versauen kann, je nach Lust und Laune. Ja, ich habe mir da so ein Theater angeschaut, so ein griechisches Theater. Voll altes Ding. Dann war ich ein bisschen Klippen springen. Ja, Drohne muss ich mir mal eine gescheitere kaufen, weil das ist jetzt schon meine dritte Mavic Mini und die Reichweite, die ist einfach nicht besonders gut, finde ich, bei dem Scheiß. Ich muss mir eine richtig gescheite, teure Drohne kaufen, die geil weit fliegt. Ja, das ist der Strand. Ich frage mich da, wo die Wellen sind, weil Wellen habe ich eigentlich noch überhaupt keine gesehen, was mir ziemlich am Arsch geht, weil ich ja surfen lernen möchte. Also bis jetzt habe ich mich am Meer irgendwie nur gelangweilt. Also mein Surflehrer, der muss mir das schon zeigen, wo da die Wellen sind. Aber so mit der Drohne, zum Drohnenfliegen ist es schon geil. Ja, mein Hund, der hat den meisten Spaß bis jetzt im Meer gehabt, also ich habe ganz viele Tennisbälle ihm mitgebracht und die werfe ich halt immer ins Meer und er holt die Tennisbälle dann immer. Das ist urleibernd. Ja, der Ozean, der kann schon was, also die unendlichen Weiten des großen Meeres von dem Ozean, das ist schon leibernd. Ja, man muss das einfach genießen und genießen und genießen, so was Schönes. Man weiß ja nicht, ob man morgen schon tot ist, deswegen sollte man einfach ein leibendes Leben haben und jeden Tag so leben, als ob das der letzte wäre. Ein bisschen Radfahren war ich da mit meinem Hund auch. Wir sind da mitten beim Radfahren Enten über den Weg gelaufen. Ist dir warm? Ja, laufen wollte er auch manchmal. Richtig durstig war der Wichser dann oft, weil er so viel gelaufen ist bei der Hitze. Schaut euch das an, Leute! Einer der einzigen Salzseen von ganz Europa! Da werde ich jetzt einmal die Drohne raufheizen. Yeah!
Ja, das sind genau 100 Meter. Ich wollte eigentlich noch höher fliegen, aber ich glaube, die haben irgendwas gemacht. Also von dem griechischen Staat, dass man die Drohne nur 100 Meter fliegen kann. Ja, also bei uns in Österreich habe ich sie immer auf 500 Meter raufgebracht, aber irgendwie hier geht es nur auf 100 Meter. Ich weiß nicht, woran das liegt. Vielleicht wegen dem Flugverkehr. Darf man da nur 100 Meter fliegen oder geht es halt nur 100 Meter? Ja, sowas Leibendes wie hier, das habe ich eigentlich bis jetzt nur in Amerika, in Kalifornien, im Death Valley gesehen, also so einen geilen Salze wie hier. Also das ist einmalig hier in Europa. Ja, da ist noch ein Foto von mir wunderschönen Mann. Ich war dann noch in einer Wüste und dann habe ich mir gedacht, dass ich Mustafa und Karl grüßen möchte und dann war ich noch ein bisschen Sandboarden. Ja, Weg von da, Sandboarden, das weg war von da, richtig komm! leibernd. Ja, da habe ich noch einmal die Drohne raufgeheizt. Whoa.